Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, guck mal hier. Das ist unser kleines Kabuff. Das haben wir jetzt bekommen, weil wir hier die Banditenbande in den Arsch getreten haben, ja? Voll gut eben. So, jetzt können wir nämlich hier uns auch noch ein paar Sachen hier reinwerfen, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Wir haben 10.300 Pfeile, haben wir zum Beispiel mehr dabei. Die wiegen ja zwar an sich nicht viel, aber ja, wir brauchen jetzt nicht so viele Tatsachen mit haben. Okay, machen wir mal hier die Hälfte, packen wir mal hier rein. Zack. Werden wir natürlich auch mal ein bisschen leichter. Oh mein Gott. So. Wundfeil 12. Kann ich das nicht stacken? Naja. Komm, das hau ich mal rein. Achso, ist ausgerüstet. Okay, jetzt nicht mehr. Rein damit. Okay, so, man kann eigentlich nie genug Pfeile dabei haben. Okay, verkaufen können wir auch. Das sollten wir, glaube ich, auch irgendwann demnächst mal tun. Was hat. Oh mein Gott, ja, das ist kaputt, ja. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall reparieren. Oh, wir müssen uns wirklich mal reparieren. Brauchen wir hier was? Hier das Buch zum Beispiel können wir jetzt erstmal reinhauen. So. Hier, ich weiß nicht, was wir die brauchen, aber den heben wir mal auf. Gräser und Kräuter. Das eine verkaufen wir. Hier, das müssen wir auch verkaufen, das Lazarus-Rezept. Das kennen wir ja schon. Ja, gut. So. Jawohl, wir haben jetzt hier unser eigenes kleines Kabuff. Das finde ich super klasse. So, wir werden jetzt uns erstmal ordentlich hier reparieren gehen und wir haben die Armschienen schon wieder an. So, damit. Achso, diesen einen Wappenrock brauche ich ja jetzt erstmal auch nicht, richtig? Auf jeden Fall ist hier irgendwo auch eine Quest hier oben. So, den Wappenrock hauen wir jetzt auch nochmal hier rein. Inventar. Rüstung. Hier ist Skalitzer Wappenrock. Brauchen wir erstmal nicht. Weg damit. So. Aber. Stopp. Ich wollte jetzt mal gucken hier. Diese leichte dunkle Brigade. Warum ist die denn so laut? Oder nicht so laut? Ja, okay. Das Lederwams ist noch lauter. Okay. So, wir sind ja jetzt hier mittlerweile ein gern gesehener Typi. Ja, wir sind hier super nett und toll und alle lieben uns. Ja. Ach, Unsinn, den kenne ich. Der ist ein ehrlicher Gesell. Außerdem, wie Absolut. will er die Speichenden schlecht machen? Das weiß ich. Ich mache ja keine Räder. Vielleicht nimmt er morsches Holz. Das sind jetzt aber Hirngespinste. Das ist bloß eine Pechsträhne. Genau. Ah, das stimmt. Es gibt Schlimmeres. Was haben wir denn hier? Schwerter. So, hi. Ich möchte gern mit dir reden. Und wir brauchen immer noch die Schwertstücke von Saba. Ich erinnere mich. Riemen? Gott sei mit dir. Jawohl. Reparatur. Jetzt gucken wir doch mal. Stecher. Haltbarkeit. Warum ist der. Was? Komm. Reparieren, 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 reparieren. Warum nicht? Warum kann er den nicht reparieren? Schwer. Unfähig. So, dann gehe ich halt zum Schneider. Ups, jetzt wollte ich eigentlich. Nein, egal. Oh nein, es kitzelt in der Nase. Es kommt gleich. Stell dich schon mal darauf ein, dass ich gleich niesen werde. Hoppala. So, da war's. So, hallo. Willkommen, Er Heinrich. macht wieder hier. Hi, hi. Glückwunsch. Pantomime. So, wir sind hier, wie gesagt, sehr gern gesehen. So, weißt du, der kann das wenigstens reparieren hier, ja? So. Aber es ist alles viel zu teuer, deswegen günstiger. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Oh mein Gott, es hört nicht auf zu kitzeln. So, du bist doch hier.
Was sagst du dazu? Das ist Wucher. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Mein letztes Angebot. So, heute ist es fertig aufs Kitzeln. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ja, Herzabschneider. Ja, das sollte passen. So. Das haben wir repariert. Achso, verkaufen. Kann ich verkaufen? Oh mein Gott, was habe ich jetzt in der Nase hier? Das ist ja unglaublich hier. So, das Lederwams, das kann weg. Ich dachte, das hätten wir repariert. Geht das nicht, oder was hier? Okay, muss ich dann zum Rüstbeißer vielleicht? Okay, mehr haben wir ja erstmal nicht zum Veräußern. Mal überprüfen und so. Reden wir über den Preis. Mindestens 10 Groschen, ja? Also mindestens. Boah, irgendwie meine Nase, ey. Ich kann doch nicht über 10 Groschen auswählen, alles klar. Hier. Einverstanden? Hallo, Heinrich. Hey. Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Ja, das sollte passen. Geht doch. Sei doch nicht so knauserhaft hier. Mensch. So. Ja, das ist hier der Schwertmeister. Hier irgendwo war doch der Rüstmeister hier. Hier ist der Schmied. Du kannst doch bestimmt meine Sachen reparieren, yo. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Oh mein Gott. Okay, tschüss. Es ehrt ihn, ja, wir sind schon... Mal ganz kurz gucken, ey. Rattei. Rattei-Bürger finden uns total geil, natürlich. Die Rattei-Händler sind super, ja. Landwirtschaft mag uns immer noch nicht, aber nun gut, Waffenknechte mögen uns eigentlich auch so. Skalitzer Flüchte und die Bürger, die finden uns mega geil. Tja, wir sind halt Ultra-Heinrich, ja, also. War jetzt hier nicht der irgendwo, das ist hier der Schwertmeister hier und irgendwo war doch hier auch der... Ach nee, ich war da. Der kann... war ich hier nicht drin? Ah nee, Tatsache. Ist ja immer auch immer die Türen offen. Servus, ich Reparatur. Gott sei mit dir. Hi. Möge Gott über dich wachen. So, ist mega teuer natürlich, aber was soll's. Sprechen wir den Preis. Bitte. Ist gut. Das ist ganz schön teuer, aber okay, die ist auch ein wenig zerstört, das muss man ja sagen. Komm, das ist jetzt mal nicht so. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Sind wir uns einig? Was? Verhandelst du zum ersten Mal? So werden wir uns nie einig, mein Herr. Was? Ich hab doch gedrückt. Angebot. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Hab dich doch nicht so. So, ich hätte jetzt gedacht, das hätte geklappt. Gut, jetzt sind wir wieder komplett repariert. Erstmal. So, 100%. Außer unsere Schuhe. Da müssen wir jetzt Schuster natürlich, weil alle anderen können das hier nicht. So, hier unser Händler des Vertrauens. Was? Gott sei mit dir. Servus. Lass uns handeln, Leo. Hier, das Brot, das muss weg. Das Brot muss weg. Okay. Oh, die ist gut. Boah, wo hat mir das denn geklaut? Ich weiß es gar nicht. Na gut. Hier war nichts weiter. No. Na rein, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Davon brauchen wir auch erstmal nichts. Was sieht der? Wir müssen ja noch jagen gehen, ne? Muss ich mal wieder eine Jagdfolge machen. So, den brauchen wir nicht mehr.
Das, okay, das, komm, verkaufen das, beim... Beim Apotheker macht ja am meisten Sinn. Nun, versuchen wir es. Ja, ich hätte gerne viel Geld. So, mindestens 60, komm. 60 sind drin. Oh, okay, ich kann... Oh ne, 60 sind nicht drin. Da wird er sagen, nein. Okay. Zufrieden? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Senke du deine Ansprüche etwas? So, hier. In Ordnung. Geht doch. So, zum Schuster geht's jetzt. Und danach, ja, werden wir uns... was haben wir denn überhaupt jetzt noch für Quests offen? Also wir haben natürlich die Hauptquest hier. So, Fragen und Antworten. Ich muss zu einer Ratzig gehen und in Erfahrung bringen, was er von mir will. Oh ja, die Schlacht ist ja... Genau. So, Liebeswärmen, genau. Wir müssen auf jeden Fall unser Schatz, unsere liebe Theresa wieder... ein Festball für Bettler. Ach ja, genau, Hasenfleisch. Das sollten wir eigentlich auch mal in... Okay, wo ist dieses Kommandorf? Da oben. Zwischen... Okay, hier sind die Kuman. Alles klar. Töte den Anführer des... Ja, die werden wir meucheln. Wie es sich gehört. Wir meucheln sie. So, auf geht's, ab geht's zum Schuster. Und dann helfen wir natürlich noch den Armen. Und erstmal gehen wir zu Theresa. Dann helfen wir, glaube ich, den Armen und dann können wir in Ruhe weitermachen. Und wir haben ja hier neue Quests, glaube ich. Hier wird mir ein Stern angezeigt. Ich gucke mal ganz kurz nochmal auf die Karte. Zoom, zoom. Hier unten. Also okay, hier ist noch eine Quest und hier oben ist noch eine Quest. Da werden wir uns auch nochmal direkt umschauen. So, wo ist denn... Was? Ah, hier, ich war doch beim Schuster. Servus. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Oh mein Gott, wie untergeben sie sind. Ja, sei dankbar, dass ich bei euch einkaufe und reparieren gehe. So... Das verstehe ich natürlich. Irgendwann kriegen wir alles kostenlos. Ich sehe es nur vor mir. Reden wir über den Preis. Ey, wenn ich bedenke, wie wir gestartet sind, ja, wie uns alle gehasst haben. Nun gut. Komm, ich habe meine Ansprüche gesenkt. Das ist zu wenig. Nein, Mann. Nein, nein, nein. Du irrst dich. Das ist nicht zu wenig. Gucke. In Ordnung. Geht doch. Und... Auch das ist jetzt repariert. Ja, wunderbar. Ich guck dann mal jetzt hier, was das für eine Quest auf sich hat. Und dann da hinten noch und hier so und jenes und... Ich sag ja, wir werden sicherlich noch in Folge 10.000 hier sein. Ja, aber das... Man muss sagen, das Leben hier ist jetzt aktuell ganz cool. Entschuldige, dass ich dich angefasst habe. Berührt habe, aus Versehen. So... Oh, wir haben Hunger. Sehe ich gerade. Oh, wir kriegen langsam Hunger. Da ist ein Topf. Und da werden wir direkt mal draus schnabulieren. Wunderbar. So. Okay, hier ist irgendwo... Bestimmt hier oben. Ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavice... Achso, das war Herr Ratzig. Das kommt wenig überraschend. Hauptquest. Was ist geschehen? Meine Männer haben zwei neue Angriffe gemeldet. Was? Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren. Na. Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavice an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.
Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Ja, wunderbar. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislawitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich dir sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Was? Wie? Was? Was? Was zum Teufel sind denn Faksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Also Falschgeld, oder was? Sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Silberplattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Jetzt können wir doch einstellen. Kupfer, ja? Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sind die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppeltelle. Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Hoyette hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler stellst. Absolut, wir sind Detektiv Heinrich. Reite nach Mehr Hoyette und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Oh, zwei Quests. Wir zählen auf dich. Wir sind hier. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. Wir retten die Welt. Heinrich, wir sind super Heinrich, ja. Wir, ohne sie können sie gar nichts mehr hier, ja. Also wir sind im Grunde hier der Boss. So, okay, gut zu wissen. Aufgabe begonnen. Finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Matthias arbeitet dort, oder was? Hä, wie kann das sein? Ist Matthias und Fritz. Fritz ist doch gestorben bei dem Kumanangriff. Was ist denn denn? Ich erinnere mich noch. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Wie alle so nett sind. Das ist so toll. Auch wenn wir ab und zu ein böser Bube waren. Aber es diente nur einem höheren Zweck. So. So, wir werden jetzt aber uns direkt zu Theresa begeben. Ne? Also erstmal noch hier hinten diese eine Quest annehmen. Um dann direkt zu Theresa zu gehen. So, hier, das wird mir auch schon angezeigt jetzt. So, hier ist unser eigenes Kämmerchen. Ich sag ja, irgendwann werden wir unsere eigene Burg haben, ja. Er nicht? Verdammt! Bürgerin? Sie? Nein. Gucken wir mal hier rein. Klopf, klopf. Hier drin oder was ist hier los? Da komme ich ja nicht rein. Okay, irgendjemand ist hier drin. Na gut, dann müssen wir das später machen. So. Peppels, was tust du da? Alles klar, ich lauf. Wie gut, ey. Schade, okay, ich bin zu nah dran wahrscheinlich. Doch, okay, wir laufen zu Theresa, wir laufen zu ihr. So.
Also, ja, wir haben herausgefunden, keine Geschenke, weil sonst redet sie nicht mehr mit uns. So. Bam, badadam, bam. So, dann sind wir jetzt gleich da. Und wieder völlig fertig hier. Da ist Herr Peschek, hi! Hi, Schatz! Wie hübsch du bist, Liebster. Oh mein Gott, sie weiß von... Oh Gott, wer dürfte bloß erzählen? Ja, wir haben... Wir konnten nichts dafür. So. Ich möchte... Möchtest du wieder etwas Unfug anstellen? So. Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Es ist zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Komm morgen wieder, ja? Oh, wie ist es zu spät? Wie viel Uhr haben wir es denn? Oh. Okay, wir müssen uns eh auch schlafen legen. Ich überlege jetzt, ob wir Tatsache nicht mal noch ein bisschen jagen gehen. Ja, noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gehe ich ja noch mal ein bisschen jetzt jagen für die... Für die Bauern hier. Viel zu schnell hier. So, anlegen. 5 Pfeile. Komm. Wir einfach mordsmäßig laut, ey, wie wir klimpern. Ja, das ist... So, was brauchten wir denn jetzt? Hasen, richtig. Ich hoffe, hier in diesen Wäldern gibt es Hasen. So... Dann schauen wir doch mal. Hier ist Ratei. So, Peppels, bist du jetzt da? Oh, da bist du ja. So. Dann schauen wir mal, dass wir ein paar Hasen jagen gehen. Aber erstmal welche finden. So. Die sind ja meist so in dem, im Wald drin, ne? Halten sich ja eigentlich eher weniger hier auf so offenem Gelände auf, ja. So, da geht's langsam in einen kleinen Wald rein. Oh, was haben wir hier? Schreiner oder so? Ups. War nicht hier auch diese
die Verbrecher hier, wo ich weiß nicht, wie oft gestorben bin. Ich erinnere mich. So, wir sind auf jeden Fall. What? What the fuck? Was? Wie? Was? Was? Alter, no way! Nein, Mann! So. Warte! Nein! Ich werde hier beschossen! Nein, lass... Ich will den doch nicht anvisieren! Oh mein Gott! Was? Alter, zur Hölle! Jetzt greif ihn an! Alter, 3 gegen 1 schon wieder. Was ist denn hier los, ey? Nein, Mann. 4? No, das schaffe ich nicht. Und ich sag's noch, ja. Das war doch bestimmt das Gebiet, wo wir erwischt wurden, ja. Also. Nein, Mann. Heinrich. Ja. Nein! Au! Alter, zur Hölle mit euch! Lasst mich in Ruhe, ihr Volldeppen. Okay. Das ist gemein und hinterhältig. So. Können ja uns irgendwie auch nicht verstecken, ey. Ja, toll, Reh. Nein, ich habe keine Ausdauer. Nein, au, Mann, lass mich doch in Ruhe. Mensch. Ey, kann doch nicht wahr sein hier. Nein, Mann. Oh, wir kommen hier auch nirgendwo hin, ey. Ich kann mich auch nicht verstecken, weil ich so total auffällig bin, ja? Oh Mann, unsere verdammte scheiß Ausdauer, ey. Lasst mich. Jetzt lasst mich doch mal. Jetzt geht doch mir nicht auf die Nüsse, ihr Spinner. Oh Mann. Alter. Peppels. Ah, sag mal, ey. Kann doch nicht wahr sein hier. Ich wollte doch nur Hasen jagen, ey. So, wo ist die Spinner? Ich meuchel die so nieder. Ist ja unglaublich hier. Wechseln sie. Oder wie? Also, ja, hier gibt es keine Hasen anscheinend. Super. Es gibt Rehe. Oder Hirsche. Hier muss irgendwo sicherlich dann auch so ein scheiß Lager sein. Von denen. Habe ich mich erschrocken, ey.
Ja, wisst ihr was? Ich guck mal, ob wir in der nächsten Folge ein paar Hasen jagen können. Oder gehen halt direkt zu Theresa, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, erstmal, bis zur nächsten Folge. Kingdom Come Deliverance. Bis dann, ciao.